Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen des Regierungsbezirks Münster, aber vor allem auch sehr geehrte Mitglieder der Jury der Universität Münster, die in diesem Jahr wieder erfolgreich tätig waren. Und nicht zuletzt sehr geehrte Frau Professor Hensler, sehr geehrter Herr Laffin von der Dr. Hans-Regel-Stiftung und sehr geehrter Herr Professor Dr. Jungkamp von der unserer Stiftung Internationales Zentrum für Begabungsforschung. Die Dr. Hans-Regel-Fachpreise, die heute zum 13. Mal in Zusammenarbeit mit der Dr. Hans-Regel-Stiftung an der Universität Münster vergeben werden. Herr Laffin sagte gerade, wir sind die einzige Universität, die das nicht präsentisch macht, sondern auch in diesem Jahr online. Wir haben das abgewogen und haben gesagt, bei der Breite des Einzugsbereichs kann man nicht garantieren, dass es nicht doch zu Infektionen kommt. Und Münster und hier die Münsterlandkreise haben ja zurzeit einen hohen, über dem nordrhein-westfälischen Index liegende Infizienzrate und auch über der Bundesrepublik. Deswegen glaube ich, dass wir richtig daran getan haben und richtig tun, dass wir das wieder online veranstalten. Und ich möchte gerne Herrn Juncker bitten, Sie offiziell im Namen der der Stiftung Internationales Zentrum für Begabungsforschung uns zu begrüßen. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Frau Professor Hensler, lieber Herr Laffin, lieber Herr Wüstmann, verehrte Gäste, im Namen der ICBF-Stiftung an der Universität Münster darf ich Sie zur heutigen Veranstaltung willkommen heißen. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Veranstaltung, habe ja auch die Ehre, die schon zum, weiß ich gar nicht, x-ten Male mitzumachen und freue mich jedes Mal aufs Neue. Ich denke, die Welt, die uns jeden Tag umgibt, nehmen wir ja meistens als ziemlich selbstverständlich hin. Aber ich glaube, gerade wenn man sich mit naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigt, dann sieht man, wie viel Stoff zum Nachdenken und zum Staunen dieser Alltag, diese Welt bereithält. Spannend es ist, alltägliche Phänomene mit den Augen der Naturwissenschaften zu sehen. Ich glaube, das, liebe Schülerinnen und Schüler, haben auch Sie erfahren in diesem Jahr, ob Sie nun aus biologischer Perspektive ethische Fragen im Kontext der Organspende in den Blick genommen haben, ob Sie die Rolle der roten Gentechnik im Rahmen der Corona-Pandemie untersucht haben oder der Frage nachgegangen sind, inwiefern Serotonin als Ursache für Angststörungen in Frage kommt. Ich habe mir gestern Abend nochmal in aller Ruhe, wir haben ja fast 120 Arbeiten eingesandt bekommen, die Themenstellungen genauer angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, aktuell und relevant sind die Themen, die Sie gewählt haben, zugleich auch originell, ja, kreativ. Da wurden Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz abgewogen. Zum Beispiel die Vorhersehbarkeit von Überflutungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder die Möglichkeiten von KI im Gesundheitswesen wurden untersucht oder aber auch, ja, eine KI für vier gewinnt entwickelt. Fand ich sehr spannend, weil ich gerade erst am letzten Sonntag gegen mein Enkelkind bei vier gewinnt verloren habe. Andere waren den Ursachen des Waldsterbens in Zeiten des Klimawandels auf der Spur, haben analysiert, welche Risiken eine Covid-19-Impfung für Schwangere bedeuten kann. Wieder andere haben sich dem Wasserstoff als moderner Energieträger der Zukunft gewidmet oder wollten wissen, wie weit oder inwiefern soziale Medien die Selbstwahrnehmung von Mädchen beeinflussen oder wie sie Städte sozial nachhaltiger gestalten lassen. Das alles, meine ich, sind ja nicht nur wissenschaftlich interessante Fragestellungen, sondern auch gesellschaftlich und politisch höchst relevante Themen. Individuell sehr bedeutsam scheinen wiederum andere Themen zu sein. Wie eine optimierte Taktik für das Kniffeln aussieht, wollten einige wissen. Ich glaube, Spielbegeisterte, die sich mit dem Verlieren nicht ganz so anfreunden können, werden daran sehr interessiert sein. Oder ob der Hundeblick eher emotionaler Ausdruck ist oder doch eher als Ausdruck einer Kommunikation von Mensch und Hund gedeutet werden kann, wird sicherlich nicht nur Tierfreunde interessieren. Und eine andere Fragestellung, was genau Glück ist, das wurde, glaube ich, unter biologischer Perspektive beleuchtet,
ist eine Fragestellung, über die Psychologen und vor allem Philosophen hinreichend gestritten haben. Und last but not least die Frage, wie man am schnellsten aus der Schule findet, was wäre für mich zu meiner Zeit als Schüler eine höchst relevante Frage gewesen. Ich glaube, manch einer von Ihnen oder manch ein Schüler, manch eine Schülerin ist froh, dass dieses Geheimnis, wie mir scheint, nun endlich gelüftet ist. Das alles haben Sie wissen wollen. Sie haben, wie gesagt, Neugier an naturwissenschaftlichen Fragestellungen gezeigt. Sie haben Ihre Kreativität, auch Ihr Fachwissen nachdrücklich unter Beweis gestellt, haben recherchiert, Sie haben experimentiert, analysiert, interpretiert. Und ich darf Ihnen sagen lassen, das habe ich mir sagen lassen von profunden Fachleuten, die Ergebnisse Ihres Forschens sind beeindruckend. Und dafür möchte ich Ihnen, das ist mein Hauptanliegen heute, meine Hochachtung aussprechen und darf Ihnen im Namen der Stiftung zu Ihrem Erfolg gratulieren. Und gerade in Zeiten, in denen wir wieder mal erfahren haben, dass die Schülerleistungen in Deutschland, der Bildungstrend letzte Woche hat das gezeigt, ja doch ein wenig besorgniserregend scheinen, bin ich froh, dass Sie belegen können, dass nordrhein-westfälische Schülerinnen und Schüler zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage sind, dass mich das als ehemaligen Ministerialbeamten für Schule oder auch Bildungspolitiker sehr freut, können Sie sicher nachvollziehen. Vergessen will ich aber auch nicht die Organisatorinnen, Organisationen und all die anderen, die geholfen haben, den Hans-Riegel-Fachpreis auszurichten. Da denke ich natürlich zuallererst einmal an die Hans-Riegel-Stiftung selbst, die jetzt zum 13. Mal, sagte Herr Wüstmann gerade, diesen Wettbewerb gelobt hat. Das, glaube ich, ist gut so, denn die Förderung junger Menschen ist meiner Meinung nach Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Das allein den Schulen oder der Politik zu überlassen, das wird nicht reichen. Das werden die beide allein nicht schultern können. Da brauchen wir Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft, weil Schülerinnen und Schüler eben anregende Projekte wie den Hans-Riegel-Fachpreis brauchen, Projekte, in denen sie Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik ja geradezu hautnah erleben und immer wieder Neues entdecken können. So frei nach dem Motto Leistung gleich Kreativität, mal Spaß quadrat. Vergessen will ich aber auch nicht die Jurorinnen und Juroren, die Lehrkräfte, die Eltern, vielleicht auch die Großeltern und all die Beraterinnen und Berater, die zur Teilnahme an dem Wettbewerb ermuntert haben. All denen möchte ich danken. Das glaube ich, liebe Schülerinnen und Schüler, auch in Ihrem Namen. Dank für ein Engagement, durch das Ihre Leistung, deren Würdigung und die heutigen Auszeichnungen vielleicht erst möglich wurden. In diesem Jahr, das sei ausdrücklich erwähnt, haben wir so viel Arbeiten eingereicht bekommen wie nie zuvor. Ich glaube, der Hans-Riegel-Fachpreis, das wäre meine persönliche Bilanz, ist längst eine feste Größe im Kontext der renommierten Schülerwettbewerbe geworden. Und dass das bei uns in Nordrhein-Westfalen im Bezirk Münster so ist, verdanken wir auch dem unwahrscheinlichen Bemühen, dem Engagement von Herrn Wüstmann, das will ich ausdrücklich an dieser Stelle sagen, über den im Prinzip die Dinge, was diesen Wettbewerb angeht, in Münster zusammenlaufen. Ich wünsche uns eine spannende Veranstaltung. Soweit ich teilnehmen kann, ich gebe zu, dass ich mich dann gleich aus einem dringenden privaten Grund ein wenig eher ausklinken muss. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Ich glaube, dass wir spannende Vorträge, hochgradig spannende Vorträge zu erwarten haben und freue mich dann jetzt schon, dass wir vielleicht im nächsten Jahr uns dann wieder in Münster im Schloss in Präsenz sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Junkamp. Sie haben angesprochen, dass es Initiativen braucht, nicht nur von Politik in der Gesellschaft, sondern auch aus der Wirtschaft und eben vor allem in diesem Falle aus der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Und da möchte ich gerne Frau Professor Hensler um das Grußwort bitten und darauf hinweisen. Die ist gerade vor wenigen Monaten ausgezeichnet worden mit dem Landesverdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz, nachdem sie schon in früheren Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen hatte. Und ich finde es ausgesprochen treffend, bezogen auf das, was Herr Junkamp gerade gesagt hat. Sie wurde ausgezeichnet als Mittlerin zwischen Wirtschaft, Kultur, Forschung und Lehre. Wenn Sie sich umhören oder umschauen, auf wen das zutrifft und wer dafür ausgezeichnet wird, dann werden sich nicht allzu viele Menschen finden. Und das gilt bei Frau Hensler seit Jahrzehnten, glaube ich, wenn ich alle die Tätigkeiten, die Sie ausgeübt haben, also mir anschaue. Und wenn Sie gerade sagen, Sie werden morgen wieder in einer Videokonferenz mit einer österreichischen Kollegin genau diese Themen ansprechen, wie es da als Mittlerin zu gestalten wird. Ich freue mich auf Ihr Grußwort. Ja, herzlichen Dank, Herr Wüstmann. Das ist ja zu viel des Guten.
Aber erstmal einen guten späten Nachmittag vom Rhein ins Münsterland. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, Sie nenne ich zuerst gegen jede Etikette. Sie stehen schließlich aber heute im Mittelpunkt des Geschehens. Und dann begrüße ich natürlich ganz schnell die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Internationalen Zentrums für Begabtenforschung. Ich glaube, ich muss das immer wieder ablesen, einschließlich des Kürzels ICBF. Ja. Und insbesondere immer wieder gern Herr Staatssekretär AD, Herr Juncker, es ist mir eine Freude und uns auch immer eine Ehre, dass Sie sich das nicht nehmen lassen, dabei zu sein, auch wenn Sie ganz andere Verpflichtungen noch haben. Und jetzt ganz einfach in toto, sehr geehrte Damen und Herren Gäste, herzlich willkommen im Namen der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Ja, ich begrüße Sie sehr gerne und herzlich, Umstände halber bedingt und verständlicherweise, wie Sie, Herr Wöstmann, ausgeführt haben, mal wieder nur virtuell. Aber es gibt trotzdem die Sieger und Siegerinnen und deren Ehrung. Schade, dass wir nicht live zusammenkommen, aber was heute nicht ist, wird nächstes Jahr vielleicht wieder werden. Aber es ist Dr. Hans Riegel, unser Stifter gewesen, dem es um die Bildung vor allen Dingen junger Menschen ging. Das ist ein Kernziel der Stiftungssatzung. Er wollte nämlich eben Kindern und vor allen Dingen Jugendlichen etwas von dem zurückgeben, was er von ihnen bekommen hat, natürlich auch das Unternehmen. Und im Stiftungsfokus steht daher, junge Menschen bei der Gestaltung von Zukunft zu unterstützen, wenn sie es denn mögen, und sie, wenn sie es mögen, nachhaltig zu begleiten. Der promovierte Volkswirt und, wie man weiß, eben wieder gehört, erfolgreiche Unternehmer und Stifter, war der Auffassung, Herr Jungkamp, auch für Sie nochmal, dass Technik und Naturwissenschaft, und er war Volkswirt, er hat das schon gesellschafts- und sozialpolitisch gesehen, eine ganz besondere Bedeutung haben für tragfähige, nachhaltige, würde man heute auch noch betonen, Wettbewerbsfähigkeit, um Wohlstand, heute würde man auch Wohlfahrt sagen müssen, in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und das ist der Grund, weshalb wir einen solchen Schwerpunkt der Aktivitäten in der Förderung der MINT-Bildung haben. Wir sagen aber auch gerne MINT Plus, denn wie wir eben schon gehört haben, ethische, rechtliche, gesellschaftspolitische Fragen sind im Kontext nicht zu vernachlässigen. Wir sehen daher eine wichtige, ja, entscheidende Basis für die Gestaltung und Sicherung einer ökologisch verantwortbaren Zukunftsfähigkeit durchaus in dieser Fokussierung auf MINT. Und daraus resultieren bei uns viele Projekte entlang der Bildungskette, um eben Sie, meine jungen Damen und Herren, als Talente zu finden. Das tun wir ja heute, und fördern und, wenn Sie mögen, zu begleiten und zu vernetzen und dabei zu helfen, die Welt von morgen mitzugestalten in Verantwortung und dabei eben Werte zu schätzen und dafür einzustehen oder sie gar zu schaffen. Die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise, das will ich additiv betonen, gibt es schon seit 15 Jahren. Das heißt, unwesentlich länger als in Münster. Das heißt, alles fängt immer in Bonn an und wird da pilotiert. Und insofern sind wir seit 15 Jahren an insgesamt 21 Standorten, Sie gehörten ganz früh dazu, in deutschen, und zwar 15 deutschen und in 6 österreichischen Universitäten. Wir haben nämlich noch eine österreichische Schwesterstiftung unterwegs. In Zahlen, Daten, Fakten, 1500 Einsendungen hatten wir auch im vorigen Jahr, trotz Corona, mehr als 280 Preisträger und Preisträgerinnen konnten wir küren, haben 110.000 Euro, ich glaube sogar mehr, Preisgelder ausgeschüttet an die jungen Talente. Und das ist noch, der Herr Laffin nickt im Hintergrund, exklusive der Fachpreise, die wir als Sachpreise vergeben. Wir haben aber ganz viele Aktivitäten programmatisch aufgelegt, spannende Campus-Seminar-, Tagungs- und Akademieangebote für die Ehemaligen. Und das werden Sie ja gleich sein. Spätestens heute Abend ab 20 Uhr sind Sie
ehemalige. Und dann können Sie profitieren von dem, was wir als MINT-Tank bezeichnen. Und da gibt es eben ein Füllhorn an Angebote für Sie, ganz zeitnah schon Mathematik in den Naturwissenschaften. Ich glaube zu wissen, dass Sie da schon dran teilnehmen könnten, auf jeden Fall im nächsten Jahr bei den Einstiegsveranstaltungen zu diesem Förderprogramm. Und ich sage mal, nicht abgesprochen mit Herrn Laffin, ich bin aber sicher, Sie werden eingeladen. Ja, die Dr. Hans-Riegel-Stiftung und diese Fachpreise haben schon eine gewisse Tradition. Es wurde schon gesagt, hier in Münster zum 13. Mal. 19 Gewinner und Gewinnerinnen habe ich gezählt in den 6 MINT-Fächern. Sie decken also alles ab. Und insofern kann man wirklich sagen, der Dr. Hans-Riegel-Fachpreis ist ein fester Bestandteil an der Nahtstelle zwischen Schulen und Hochschule, sprich Universität Münster. Das erweist sich einmal mehr. Ob nun 118 oder 19, ich weiß es nicht. Sie haben jedenfalls einen Rekord und noch mal mehr generiert an Einreichungen als im Vorjahr und immer wieder ein weites Einzugsgebiet. Das finde ich besonders bemerkenswert. Ähnlich wie die Tatsache, dass ich gelernt habe, die meisten Einsendungen kamen, das wundert mich nicht, in der Biologie, aber auch in der Physik. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Als Frau darf ich mir die Bemerkung, kann ich mir nicht verkneifen. Es waren schon Jahre, da war gendermäßig die Verteilung besser. Gar im vorigen Jahr optimal. Diesmal ist es nicht ganz so gut. 7 Gewinnerinnen und 12 Gewinner. Meine Damen, da ist noch Luft nach oben, aber das ist jetzt eine Kanzelverkündigung. Das müssen wir mal schauen, wie das beim nächsten Mal wieder besser auskommt. Im Vergleich war es auch anders. Im vorigen Jahr war Physik traditionell fast männlich, rein männlich besetzt. Und dieses Mal ist es die Informatik. Nur so für den Gender-Aspekt. Dieses Mal gibt es 6 Auszubildende aus MINT-EC-Schulen. Dieses Exzellenznetzwerk, das fördert die Dr. Hans-Riegel-Stiftung auch schon, soweit ich das gezählt habe, seit 9 Jahren und demnächst wieder ganz zeitnah, nächste Woche, glaube ich, beim Deutschen Schulleitungskongress MINT-EC, der in Koblenz stattfindet. Besonders beglückwünschen möchte ich aber auch 2 Schulen, 3 Schulen sehe ich gerade, die gleich mehrere Preisträger stellen, nämlich eine ist dabei mit gleich 4 Preisträgerinnen, das ist das Städtische Gymnasium Augustinianum in Greven, habe ich gelernt. Und zudem gibt es 2 weitere Schulen, die jeweils 2 PreisträgerInnen stellen, nämlich das Annette Droste-Hülsdorf-Gymnasium, das kommt immer wieder vor, stelle ich gerade fest, und das Gymnasium Petrinum in Recklinghausen. Herr Junkamp, auch ich bin immer wieder beeindruckt von den Themen. Aber wir könnten uns noch gut und gerne darüber unterhalten, dass ich andere Eindrücke gewonnen habe als Sie, aber eben auch feststellen, sehr aktuell, sehr anwendungsorientiert. Da sind Beispiele mir aufgefallen in der Biologie. Eiweißbedarf unterschiedlicher Ameisenarten. Ich bin gespannt. In der Chemie. Ja, das war aber eine Überraschung. Zuverlässigkeit chemischer Nachweisreaktionen in der Verbrechensaufklärung. Klingt ja kriminell. In der Geografie, Nutzungskonflikte im Teutoburger Wald und in der Informatik habe ich auch die aus der Nähe von uns zum Ahrtal geschehen, das können Sie sich vorstellen, die Vorhersehbarkeit von Überflutungen durch KI war mir auch sehr, sehr nahe gekommen. Aber, Herr Juncker, ich tue das sehr, sehr ungern. Aber ich will das auch nicht psychologisieren. Aber Sie haben das Thema etwas anders gelesen, als es zu lesen ist. Sie haben nämlich gesagt, wie finde ich am schnellsten aus der Schule? Es heißt aber durch die Schule. Wir dürfen gespannt sein. In der Mathematik, das war also auch ähnlich wie in der Physik, fand ich sehr spannend. Wie der Streit dreier Nachbarn die Welt der Mathematik veränderte.
Fragezeichen. Und in der Physik bin ich gespannt auf Entdeckungsmethoden von Exoplaneten. Da verstehe ich gar nichts von und hoffentlich verstehe ich das alles. Dass wissenschaftliches Arbeiten und Experimentieren in der Schule so toll vermittelt werden, das geht nur dank der sehr motivierten und motivierenden Fachlehrer und Fachlehrerinnen. Sie haben denen schon imaginär applaudiert und gedankt, das tue ich auch. Und das Umfeld der Jungforscherinnen ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Familien und oder Freundinnen und Freunde haben sicherlich auch nicht nur das Schulterklopfen ihren Part zum Erfolg beigetragen. Denen müsste man, wären wir live, auch danken. Aber ganz besonders wie immer einer Gruppe, ohne die gäbe es ja keine Sieger und Siegerinnen. Das sind die Damen und Herren Juroren und Jurorinnen, die sich dieser Arbeit unterziehen. Und das ist mit Anerkennung und Applaus zu bedenken und zu bedanken. Ja, die Spannung steigt. Ich komme zum Schluss im Namen des Vorstands schon vorweg. Ich verhaspele mich schon vor Aufregung und Neugier. Ganz herzlichen Glückwunsch und wir rufen Ihnen zu, alles Gute erstmal und viel Erfolg und Aufforderung weiter so. Wir rufen uns das selbst zu und sagen, wir oder versprechen gar, wir werden in unseren Unterstützungsanstrengungen nicht nachlassen. Im Gegenteil, wir werden unsere Bemühungen und Förderungen fortsetzen entlang der Bildungskette vom naturwissenschaftlich ausgerichteten Kindergarten über unseren sehr spannenden, wie ich meine, Science Truck namens Touch Tomorrow, sehr anschaulich, bis hin zur Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, denn das ist auch unser Motto, so schon Benjamin Franklin, eine Investition in Bildung bringt immer noch die besten Zinsen. Ganz herzlichen Dank nochmal zum guten Schluss an die Organisation. Wie immer verlässlich und toll, Herr Wöstmann, das ist seit langen Jahren so. Und dank dem Team des ICBF und Dank an die Technik, an Herrn Fehrmann. Und jetzt sind wir gespannt. Danke. Herzlichen Dank, Frau Hensler. Und zur Frage Gender möchte ich eine kleine Ergänzung bieten. Sie haben eben auf die Verteilung der Preise hingewiesen. Und das werden wir gleich also auf der Folie sehen. Die vier Preise der eigenen Schule, die sind alle im Unterricht einer Lehrerin entstanden, nicht eines Lehrers. Also von daher ist es da, glaube ich, also doch genau, wie Sie es zeigen. Wir können das gleich dann verfolgen. Jetzt kommen wir zunächst zu Herrn Dr. Bartelheimer. Auch er, ein langjähriger, immer wieder sehr versierter also Betreuer, Jurymitglied und Gutachter. Und das gibt mir Gelegenheit zu sagen, wir können ihn nicht nur heute hören, sondern die Uni Münster macht einen Hochschulberatungstag am 10.11. Und wer ihn heute erlebt, kann ihn am 10.11. wieder erleben. Er macht dort eine extra Veranstaltung Grundzüge der Ökologie in einem Hörsaal. Sie können sich das in dem Programm, das wir ins Netz gestellt haben, anschauen und sind, glaube ich, herzlich eingeladen, ihn da also konkret und zum Fach zu hören. Denn er gehört also zur Arbeitsgruppe Evolution und Biodiversität der Pflanzen im Fachbereich Biologie. Herr Bartelheimer, Sie haben das Wort. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt eben schon mal kurz durchgezählt, wer alles da ist. 200 Leute bzw. 200 Geräte sind jetzt hier mit dieser Veranstaltung verbunden. Das ist also toll zu sehen, wie stark das Interesse ist. Und ja, gut, bevor ich loslege, Herr Wöstmann hat freundlicherweise gerade schon gesagt, dass ich die Preisträger der Biologie bekannt geben darf. Bevor ich loslege, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die organisiert haben, dass ich das hier machen darf. Für mich ist das tatsächlich immer ein ziemliches Highlight im Jahr, dass ich die Arbeiten, die Abschlussarbeiten bzw. die Facharbeiten von Ihnen allen lesen darf. Das macht natürlich immer eine Riesenfreude, einfach weil es so eine Riesenbandbreite gibt und auch weil tatsächlich das Niveau super ist. Wir werden ja ein kleines bisschen Einblicke gleich auch erhalten. Also in diesem Jahr waren es in der Biologie 47 Arbeiten und das freut mich ganz besonders, dass die Zahl offenbar dann halt immer weiter steigt. Und was vielleicht auch
interessant ist einfach, die Biologie wird tatsächlich in diesen Arbeiten so in so einer gesamten Breite auch wiedergegeben. Ich möchte mal einfach ein paar Beispiele nennen. Da waren also Themen dabei, wie zum Beispiel bei Mastschweinen, was bringt das, wenn man denen Spielzeug präsentiert? Verbessert das die Haltungsbedingungen? Themen wie Corona und Geruchssinn waren dabei, Verhütung, auch eine tolle Verhaltensstudie wurde eben schon so erwähnt zum Hundeblick, tatsächlich bei der Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Die letzte Arbeit hat es annähernd aufs Podium geschafft, war auch wirklich super, aber man muss auch sagen, die Konkurrenz ist auch enorm. Die drei Arbeiten, die jetzt gleich auf dem Podium quasi zu erkennen sind, die hatten irgendwie alle so das totale gewisse Etwas und ja, ist dann eben auch schön, wenn man das entsprechend würdigen kann hier. Ich habe mir zu den drei verschiedenen Arbeiten ein bisschen so erstmal Stichworte allgemein notiert, wie die so eben auch Fähigkeiten in der Biologie und allgemein in den Naturwissenschaften so auch ein bisschen wiedergeben. Also ich glaube, die drei Arbeiten, die ich hier auswählen durfte, repräsentieren einerseits Naturkenntnis, dann das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, der Brückenschlag zwischen Disziplinen. Ich werde gleich zeigen, dass das zwischen Physik und Biologie ist. Und dann habe ich mir noch so notiert für auch gerade Platz 1, der Forscherdrang, den man da einfach so erkennen kann. Also ganz tolle Gründe, um die entsprechenden Arbeiten zu würdigen. Genau, noch mehr Vorreden möchte ich gar nicht machen. Ich möchte jetzt direkt mit Platz 3 starten. Wir nähern uns ja quasi dem ersten Platz so erst in drei Schritten oder in zwei Schritten. Und Platz 3 geht an eine Schülerin aus Greven. Und die hat sich beschäftigt mit diesen Organismen. Ich weiß nicht, ob Sie es so erkennen können, wahrscheinlich schon. Hat sich also mit Flechten beschäftigt. Und mit Flechten kann man Luftgüte untersuchen, also ein super relevantes Thema, was auch eine hohe Wichtigkeit hat und auch natürlich die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Standorte so mit einem Naturschutzgedanken im Hintergrund zu untersuchen. In diesem Fall war es dann halt die Emsaue verglichen mit Flächen, die in der Nähe von Schweinemaststellen stehen, mit Naturschutzgebieten. Und ja, dadurch ist einfach eine sehr schöne Freilandarbeit entstanden. Die Naturkenntnis und eben diese Messmethoden, Umweltaspekte miteinander in Beziehung setzt und dadurch dann also wirklich sehr schöne Ergebnisse erzielt hat. Ein sehr starker dritter Platz für Frau Greta Bongard vom Gymnasium Augustinianum in Greven und die Betreuungslehrerin ist bestimmt auch sehr stolz darauf, das war die Frau Sieger. Also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und bestimmt schließen sich da alle halt an. Tolle, tolle Arbeit und das gilt auch für den Platz 2. Das zeichnet auch eine sehr, sehr besondere Arbeit aus, wie ich finde, in diesem Jahr. Es geht hier um so Mikroskopie, es geht um Pflanzen und dann um den Feinbau von Pflanzen, nämlich genau von ihrer Zellwand. Und wenn Sie sich jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer mal vorstellen, Sie wollen bei Pflanzen die einzelne Zelle betrachten und dann auch noch die Zellwand, ist natürlich das Lichtmikroskop angesagt. Aber wenn man dann noch weiter in diese Feinstruktur reingehen will, dann wird es auch schon für ein Lichtmikroskop tatsächlich ziemlich kompliziert. Und da liegt so die besondere Leistung von der Preisträgerin Frau Aurelia Bellm. Frau Bellm hat nämlich eine tolle Methode ersonnen, um genau das möglich zu machen, also die Feinstruktur von Zellwänden dann halt noch spezifischer anzuschauen. Und das hat sie wirklich dann erstens super gemacht, diese Methode dann halt zu ersinnen, Polarisation dann auch super in ihrer Arbeit beschrieben. Und das ist das, was ich eben meinte, der Brückenschlag zwischen Physik und Biologie ist hier großartig gelungen. Und deshalb muss man hier sagen, was herausragend war, war auch die Kreativität dieser Brückenschlag und auch die wirklich schöne Beschreibung des Ganzen. Das ist also Frau Aurelia Bellm als Preisträgerin vom Annette von Boste-Hülshoff-Gymnasium in Münster. Und die Betreuungslehrerin ist bestimmt auch sehr stolz, das ist die Frau Sarah Müller. Also herzlichen Glückwunsch, Frau
Wählen. Und dann geht es weiter zum ersten Platz. Ja, meine Damen und Herren, stellen Sie sich doch kurz mal die Frage, ob Sie auf die Idee kommen würden, Ameisenvölker zu kultivieren und zu halten. Der Preisträger in diesem Jahr, Herr Jonathan Cook, hat aber sehr viel mehr gemacht, als einfach nur die Völker zu halten. Er hat auch ganz anwendungsbezogene Fragen dazu ersonnen und die Experimente ausgeführt. Toll an der Arbeit war auch, beziehungsweise ist auch, wie konsequent dann im schriftlichen Teil diese Ergebnisse diskutiert werden. Es ist eine wirklich sehr anspruchsvolle und, wie ich finde, reife Projektarbeit rausgekommen. In diesem Fall brauche ich ja jetzt nicht viel mehr Worte machen, denn ich glaube, die Qualität der Arbeit wird gleich im Vortrag dann halt nochmal sehr aufblitzen. Das ist also Herr Jonathan Cook vom Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Serbeck und die Betreuungslehrerin hier war Frau Susanne Prömel. Also herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung. Gut, und damit darf ich jetzt erstmal das Wort weitergeben. Wir kommen zur Chemie und zu den werten Kollegen Zeni und Rubner, die das in diesem Jahr wieder aus ihren beiden Instituten, Institut für Biochemie und für Physikalische Chemie, geleistet haben, sich die Arbeiten anzuschauen, sie zu bewerten. Und auch da in diesem Jahr kann ich nur darauf verweisen, ich habe es gestern Abend noch geprüft, der Hochschultag am 10.11. bietet noch Plätze bei MIT im Chemiestudium allgemein als Information. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, dass die Unis diese Art von Öffnung früher nicht praktiziert haben. Nehmen Sie die Chance wahr. Sie bekommen Informationen, die für Ihr zukünftiges Studium von Bedeutung sind. Und ein weiterer Hinweis, gerade in der Chemie. Es gibt eine Junior-GDM in Münster für Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Wenn Sie dort Mitglied werden, bekommen Sie als studentisches Mitglied die Zeitschrift Biospektrum und das Ganze kostet Sie im Jahr 25 Euro. Ich glaube, auf preiswertere Art die Informationen zu bekommen über das, was in einer bestimmten Disziplin, für die Sie sich interessieren, passiert. Ich habe gleich noch ein zweites Beispiel, aber hier gerade in der Chemie ist das für mich etwas, auf das ich nur hinweisen kann und das Ihnen also Infos bietet, die Sie sonst sicher nicht bekommen. Herr Zeni, Herr Rubner, Sie haben das Wort und ich freue mich auf Ihre Begutachtung. Ja, Herr Würstmann, ganz herzlichen Dank. Gruß an alle nach überall hin aus Münsters Norden. Ich habe das kürzere Stöckchen gezogen und deswegen habe ich die Ehre, ein paar Worte jetzt zu sagen, aber ganz großen Dank in der Tat an Kollegen Rubner für die wie immer sehr fruchtbare, interessante Zusammenarbeit. Ja, genau, Hochschultag. Herr Würstmann hat es angesprochen. Ich bin sehr froh, dass die Uni sich entschieden hat, den dieses Jahr mal wieder in Präsenz zu machen, sodass da also man sich wirklich vor Ort, glaube ich, einen echt guten Einblick verschaffen kann. Das ist echt eine gute Sache, das stimmt in der Tat. Herzliche Einladung. Ja, mit den 47 waren es, glaube ich, naja, Bartelheimer Arbeiten aus der Bio können wir natürlich nicht mithalten. Ja, 10 Arbeiten, aber gut, die Anzahl könnte höher sein, aber die Qualität war richtig gut. Und das ist natürlich dann schön, wenn man zwar nur wenige Arbeiten hat, aber sich da kaum entscheiden kann, welche man auf die ersten Plätze hieft sozusagen. Wir haben das getan, wir haben uns wie immer die Arbeiten unabhängig voneinander angeschaut und dann gemeinsam eben die Preisträger sozusagen festgelegt. Aber was mir wirklich auch wichtig ist, jetzt nicht nur die 3 Erstplatzierten hier zu nennen und zu würdigen, sondern auch die anderen. Ich finde alle, wirklich alle, die mitgemacht haben, denen gebührt allen großes Lob. Und auch bei uns, wir hatten zwar nicht viele Arbeiten, aber auch bei uns war die Breite echt beeindruckend. Also ich glaube, Herr Jungkamp hat eben schon mal erwähnt, dass es einmal unter anderem um Wasserstoff als Energieträger ging. Dann war eine Arbeit, die fanden wir
ziemlich super als theoretische Arbeit. Da ging es um den Stoff Kuban. Das ist ein Molekül, was es, glaube ich, bis in die 60er Jahre hatte man das nur theoretisch sozusagen postuliert. Und dann ist es in der Tat gelungen, das dann nachträglich zu synthetisieren. Ganz tolle Arbeit. Es ging um quantitative Koffeinnachweise. Also schon breite Geschichte. Gut, aber man muss sich dann ja entscheiden und deswegen jetzt zu den ersten drei Plätzen in der Chemie. Platz 3, herzlichen Glückwunsch an Herrn Linus Brinkmann. Herr Brinkmann hat sich auseinandergesetzt mit dem, wie ich finde, äußerst relevanten Thema von Mikroplastik in Gewässern. Das ist ein ja, wirklich wichtiges Thema und ein relevantes Thema. Und er hat das ganz konkret vor Ort gemacht, lokal, nämlich anhand von Proben aus der Kläranlage hier in Greven-Reckenfeld. Und ja, das, die Facharbeit ist alles sehr, sehr gut dargestellt. Und vor allem auch, das muss man an dieser Stelle wirklich mal herausstreichen, also ich habe, glaube ich, ich mache das jetzt schon, Herr Würstmann, wie lange, irgendwie 10, 11, keine Ahnung, wie viele Jahre. Also so eine geschliffene Sprache, wie in der Arbeit, also kann ich mich echt nicht dran erinnern. Also sprachlich wirklich aller Ehren wert, aber auch chemisch. Also ganz herzlichen Glückwunsch, Herrn Brinkmann, zum tollen dritten Platz. Dann haben wir auf dem zweiten Platz die Nele Geißler. Und da, Sie haben es, glaube ich, erwähnt, Frau Hensler, das war eine der Arbeiten, das war nicht die einzige Arbeit, die sich mit forensischen Methoden zur Detektion von Blut auseinandergesetzt hat. Und diese Arbeit stach aber wirklich hervor, auch durch eine richtig tolle Darstellung und auch sozusagen durch die Idee quasi, ne, man weist ja dann meistens dieses Blut, weist man nach durch das sogenannte Luminol, wo es dann eine Reaktion gibt, eine katalytische Reaktion letztlich vom Hämoglobin, vom Eisenhämoglobin katalysiert. Und die Idee war dann, ja okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen fiktiven Tatort sozusagen mit Eisenlösungen praktisch künstlich verunreinige? Und das wurde eben gemacht und wurde eben ganz klar gezeigt, dass das Ganze mit, also es wurde dann Schweineblut verwendet, Gott sei Dank kein menschliches, aber da sah man eben doch, okay, bei Blut funktioniert es und bei einfachen Eisenlösungen dann aber doch auch nicht. Fand ich sehr gut. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, Frau Geißler. Und dann kommen wir zu Platz 1 in diesem Jahr, der gebührt Herrn Moritz Ohnmacht zu seiner ganz tollen Arbeit über die quantitative Bestimmung von Vitamin C, Ascorbinsäure mittels Redox-Titration. Und das Beeindruckende, das besonders Beeindruckende an der Arbeit fanden Herr Rubner und ich eigentlich, dass es so ein ganz klarer Alltagsbezug war. Ja? Also nämlich Herr Ohnmacht hat sozusagen, ja, ich sag mal jetzt ganz platt gesagt, zwei verschiedene O-Säfte, auch aus verschiedenen Preissegmenten, ne? Discounter, Nicht-Discounter verglichen. Und aber nicht nur das, sondern dann hat er sozusagen diese beiden Säfte auch noch hergenommen und hat sie gelagert eine gewisse Zeit lang, einmal gekühlt, einmal nicht gekühlt, einmal unter Luftausschluss, einmal mit Belüftung und hat dann sozusagen diese verschiedenen, ja, sozusagen Varianten, Parameter sehr, sehr schön analysiert mit recht einfachen Mitteln und hat aber sehr, sehr wissenschaftlich da dann seine Schlüsse rausgezogen, ganz fundiert, ganz toll. Ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz Ihnen, Herr Ohnmacht. Ja, damit bin ich schon fast durch. Ich hoffe, wir haben 10 vor 6, ich hoffe, dass der Kollege Engler aus der Chemie noch
virtuell unter uns ist. Hauke, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Weil der hat jetzt noch eine kleine Überraschung und ich darf das Wort an den Hauke Engler geben. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Patrick, und sowohl dir als auch Oliver nochmal vielen Dank für euer ja jetzt schon langjähriges Engagement. Das ist wirklich so, dass die Schülerangebote, die an unserem Fachbereich stattfinden, auch nur durchgeführt werden können, weil wir so engagierte Leute wie euch haben, die sich da eben jedes Jahr wieder aufs Neue drum kümmern. Ja, ich bin hier und spreche heute als Koordinator des Schülerlabors des Fachbereichs, also des Münsters Experimentierlabor Chemie, MaxLab Chemie. Und Ziel und Aufgabe des Schülerlabors ist es eben, SchülerInnen zu ermöglichen, einfach mal in die Uni reinzuschnuppern. Das heißt, wir bieten Workshop-Tage an, wir bieten Show-Vorlesungen an, aber auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen. Und zu so etwas möchten wir Sie, Herrn Brinkmann, Frau Geißler und Herrn Ohnmacht, auch gerne einladen zu einem Workshop-Tag an unserem Fachbereich. Sie kommen vormittags zu uns. Wir überlegen uns ein schönes Programm, wo Sie sowohl mal in eine Vorlesung reinschnuppern können, sich ein bisschen hinter den Kulissen umtun, aber auch mal ein Labor von innen sehen und da Versuche durchführen können. Und ja, weitere Informationen dazu werden Sie dann in der nächsten Zeit per E-Mail von mir erhalten. Also nicht wundern, wenn Sie angeschrieben werden. Und ja, auch natürlich von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung, die zu Recht dann auch gewürdigt wurde. Ich hatte eigentlich auch nochmal vor, auf den Hochschultag hinzuweisen, aber ich glaube, das wird langsam inflationär. Vielleicht nur nochmal ganz kurz. Mein persönliches Highlight an unserem Fachbereich ist da auch immer die Show-Vorlesung. Das macht jedes Jahr jemand anders, dieses Jahr Uwe Karst, mit dem ja, sprechenden Titel Es werde Licht. Man darf sehr gespannt sein, was er sich für dieses Jahr überlegt hat. Und da ja alle drei gekürten Arbeiten irgendwie aus dem analytischen Bereich kommen, bei der Institutsführung des Instituts für anorganische und analytische Chemie sind auch noch eine ganze Reihe von Plätzen frei. Also wenn Sie da Interesse haben, anmelden auf der Hochschultagsseite und dann können Sie da mal hinter die Kulissen schauen. Ja, ansonsten bleibt mir nur Ihnen und allen anderen PreisträgerInnen auch nochmal viel Vergnügen zu wünschen, einen schönen Abend und genießen Sie die Show, die findet hier für Sie statt. Ja, herzlichen Dank für dieses Plus noch für die drei Preisträger. Vielleicht eine Geschichte, die ich schnell nachtragen möchte für den dritten Platz, die dritte Zeile. Auf meiner Page kann ich nicht sehen. Auch Linus Brinkmann ist also Schüler des Augustinianums in Gräfen und die betreuende Lehrerin ist auch in diesem Fall wieder Frau Sieger. Und wir werden ihren Namen und ihre Schülerinnen gleich noch in einem anderen Fach erleben. Also, das wurde ja eben schon erwähnt. Das Augustinianum in diesem Jahr also die größte Zahl von Preisen gewonnen hat. Wir kommen zur Geografie. Frau Meurel ebenfalls seit Jahren engagiert in diesem Bereich und zwar nicht nur in der Form, dass sie diese Arbeiten betreut, sondern dass sie eigene PR-Arbeit macht. Und das finde ich besonders beachtlich, sie hat vor einem halben Jahr gesagt, Studierende auszubilden ist das eine, mit Schülern im Fach Geografie zu arbeiten, das würde ich mir gerne auch anschauen und hat sich hier im Umkreis von Münster für einen Lehrauftrag besorgt, um noch näher als bisher Unterricht und Hochschule, Schule und Hochschule zusammenzubringen. Und so eine schöne Geschichte wie im letzten Sommersemester bei ihr, geografische Erkundungen mit Schülern in Berlin, Schülerinnen und Schülern in Berlin. Solche praxisnahen Dinge werden von ihr neben der Betreuung unserer Fachpreisteilnehmerinnen und Teilnehmer noch obendrauf geleistet. Und ich glaube, das ist hochgradig anerkennenswert. Frau Meurel, wir haben das Wort, wie auch im letzten Jahr. Ja, herzlichen Dank, Herr Wöstmann. Ein Hallo auch von mir in die Runde. Ich freue mich, in diesem Jahr auch wieder dabei sein zu dürfen. Also wenn ich auf die eingereichten Facharbeiten im Fach Geografie schaue, kann ich eigentlich nur den ersten Eindruck von Frau Hensler und Herrn Juncker bestätigen, dass allesamt aktuelle Fragestellungen und gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen,
Konkret im Fach Geografie zählen dazu der Lebensmittelkonsum, Elektromobilität, aber auch der Klimawandel. Und die werden an unterschiedlichen Raumbeispielen, an unterschiedlicher Maßstabsebene untersucht. Und das fängt lokal vor der eigenen Haustür im Münsterland an, bis aber auch global in beispielsweise Asien. Und was ich so besonders finde, und das ist ja auch das, was die Geografie ausmacht, es wird ein besonderer Fokus auf die Verflechtung zwischen Mensch und Umwelt gelegt. Und ich freue mich einfach, dass auch in diesem Jahr fast alle Schülerinnen und Schüler im Fach Geografie selbst in die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschlüpft sind und selbstständig empirisch geforscht haben. Es sei denn, sie haben Interviews durchgeführt, Befragungen oder sogar Bodenmessungen durchgeführt. Und das alles, und das würde ich sehr gerne nochmal erwähnen, in Zeiten der Corona-Pandemie, die uns, glaube ich, allen sehr, sehr viel abverlangt hat und vor allem die Folgen uns zukünftig noch sehr, sehr viel abverlangen werden. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal allen Schülerinnen und Schülern, aber auch den betreuenden Lehrkräften für das geleistete Engagement herzlich danken. Wie auch den anderen Gutachtern ist mir die Entscheidung der Preisträgerinnen und Preisträger nicht leicht gefallen. Und das sage ich auch nicht nur so, das ist auch wirklich so. Und stellvertretend für das Institut für Didaktik der Geografie möchte ich Ihnen gerne die drei PreisträgerInnen nun bekannt geben. Auf Platz 3 haben wir David Hohnemann vom Goethe-Gymnasium in Ibbenbüren. Und David Hohnemann ist selbst begeisterter Mountainbiker und ist gerne zwischen Tecklenburg und Bevergern mit dem Rad unterwegs. Und in Medienberichten werden vorzugsweise Radfahrer im Teutoburger Wald als ja eher rücksichtslos gegenüber anderen Waldbesuchern sowie der Natur beschrieben. Und da hat der Hoffmann sich gedacht, das nehme ich zum Anlass, um die Nutzungskonflikte im Teutoburger Wald eigenständig zu untersuchen, um auf den Ergebnissen, also auf den Daten seiner Umfrage, mögliche Lösungswege zu diskutieren. Und ganz spannend finde ich, dass es auch andersrum ist. Also die Mountainbiker fühlen sich auch von den Wanderern teilweise unbeachtet. Und außerdem zeigen Waldnutzer sowohl Mountainbiker als auch Wanderer prozentual ähnlich schwerwiegende Auswirkungen auf die Natur im Wald. Und so plädiert Herr Hoffmann auf seinen Daten, die er aber auch noch in einem Interview mit einem Experten diskutiert hat, für ein gemeinsames, friedliches Miteinander im Wald, sodass alle, sowohl die Mountainbiker, aber auch andere Waldnutzer, inoffizielle Wege vermeiden und während der Dämmerung und der Dunkelheit zum Schutz von Flora und Fauna nicht den Wald nutzen. Deswegen ganz herzlichen Dank an Herrn Hohnekamp. Kommen wir zum zweiten Platz und der geht an Herrn Lukas Berghoff. Der beschäftigt sich damit, wie werden unsere Lebensmittel heutzutage eigentlich produziert? Also welche Auswirkungen haben die landwirtschaftliche Produktion und ja unsere Ernährungsgewohnheiten auf unsere Umwelt und das Klima? Und denken wir nochmal an das Hauptziel der konventionellen Landwirtschaft, möglichst hohe Erträge zu erzielen, so unterscheidet sich die ökologische Landwirtschaft ja grundsätzlich von der konventionellen Landwirtschaft, vor allen Dingen aber auch in der Art und Weise der Düngung. Und das hat Herr Berghoff sich zum Anlass genommen und hat geschaut, wie können Landwirte, die in der ökologischen Landwirtschaft tätig sein, eigentlich die Bodenfruchtbarkeit ihrer Ackerflächen erhalten, ja, respektive steigern. Und auf der Grundlage einer wirklich ausführlichen literaturbasierten Definition und Erläuterung ja der Messbarkeit von Bodenfruchtbarkeit hat Herr Berghoff selbst Bodenproben von 4 Standorten unterschiedlich bewirtschafteter Ackerflächen entnommen, analysiert und anschließend mit einem regionalen Landwirt diskutiert und kritisch in Bezug gesetzt zur aktuellen Fachliteratur. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Sie für den zweiten Platz. Und kommen wir gerne noch als drittes, das geht irgendwie so schnell hinterher,
an Frau Mara Hoffmann. Und Frau Mara Hoffmann vom Petrinum-Gymnasium in Recklinghausen hat sich damit beschäftigt, wie werden wir zukünftig eigentlich zusammenleben oder wie können wir das? Und genau diese Frage beleuchtete schon die Architekturausstellung 2021 war das in Venedig mit Konzepten aus aller Welt. Und das hat Frau Hoffmann zum Anlass genommen. Also sie war inspiriert durch die Biennale, sich in ihrer Projektarbeit damit auseinanderzusetzen, wie sich Städte eigentlich sozial nachhaltiger gestalten lassen, um ein sozialeres, ressourcenschonenderes Miteinander generieren zu können. Und als Raumbeispiel hat sie Hamburg ausgewählt. Und neben der Skizzierung von Weiterentwicklung eines nachhaltigen Stadtbildes, einer Weiterentwicklung einer nachhaltigen städtischen Infrastruktur, hat sie ein nachhaltiges Modellhaus entwickelt zur Förderung sozialer Nachhaltigkeit. Und dieses, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, das Modellhaus folgt dem Prinzip des Co-Housings. Das bedeutet, privates Wohnen wird mit unterschiedlichen Generationen durch Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt. Und diese Wohnform stellt Frau Hoffmann begründet durch Abwägen von Vor- und Nachteilen besondere, sehr partizipative und ressourcenschonende Zusammenlebensweise heraus. Und ja, es bleibt also spannend, ob derartige Wohnsiedlungen, wie sie Frau Hoffmann für uns einmal exemplarisch gestaltet hat, sich auch zukünftig weiter zeigen werden. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Projektarbeit, Frau Hoffmann. Ja, wunderbar. Wir haben sozusagen die ersten drei Fächer jetzt also vorgestellt und die neuen Preisträgerinnen und Preisträger. Und wir kommen jetzt zur Informatik, die ja erst seit einigen Jahren in Münster beteiligt ist. Und solange Wiesi dabei ist, ist Herr Gutsfeld zusammen mit seinen Kollegen Herrn Ohren und Herrn Pfei, gehört er zu den Gutachtern. Und ich freue mich auf seine Preisträgerinnen und Preisträger. Eben sind schon die Themen zum Teil angesprochen worden. Und wenn ich höre und sehe, mit wem und mit was sich die Arbeitsgruppe bei Herrn Professor Müller-Ohm beschäftigt, Softwareentwicklung und Verifikation, dann glaube ich, sieht man, wie nah die Themen der Schülerinnen und Schüler mit dem Forschungsschwerpunkt in der Arbeitsgruppe sind und beieinander liegen, in der Herr Gutsfeld, Herr Ohren und Herr Pfei arbeiten. Sie haben das Wort, Herr Gutsfeld. Also vielen Dank an Herrn Würstmann und herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Also genau wie ja schon gesagt wurde, seit einigen Jahren sind wir mit der Informatik auch dabei. Es war immer wieder unterschiedlich, wie viele Arbeiten wir hatten. Also die geringste Zahl, die ich mitbekommen habe, waren irgendwie 4 Arbeiten. Dieses Mal haben wir aber deutlich mehr. Jetzt haben, ich glaube, wenn ich es richtig gezählt habe, waren es 13. Also es wächst stetig, was sehr schön ist, weil man dann auch wenn man 4 Arbeiten hat, ne, dann muss man eigentlich ja nur primär erstmal entscheiden, welche nicht prämiert wird. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Aber genau, jetzt wächst das hier stetig. Wir hatten auch dieses Jahr wieder ein breites Spektrum von Themen. Also was wirklich in jedem Jahr dabei ist, ist ja dieses sehr auch gerade sehr gehypte Thema der künstlichen Intelligenz. Dazu gab es mehrere Arbeiten. Es gab aber auch so zu klassischen Softwareentwicklungsproblemen gab es Arbeiten. Dann gab es zum Beispiel auch was zu einem Microcontroller. Das ist also eher so ein bisschen technischere, ingenieursmäßigere Anwendungen. Ja, dann will ich auch gar nicht lange reden, sondern direkt zu den Preisträgern kommen. Und zwar haben wir auf dem dritten Platz haben wir den Herrn Kevin Küster für seine Arbeit Man-in-the-Middle-Angriffe. Also das ist ein Thema, wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen aus dem Bereich der Netzwerke / der Computersicherheit. Also Man in the Middle ist eben so, man hat 2 Kommunikationspartner, nennen wir sie mal Alice und Bob, das ist immer sehr beliebt. Und dann hat man hier in der Mitte noch einen sitzen, der eigentlich gar kein legitimer Kommunikationspartner ist, der Man in the Middle und der
der kann dann zum Beispiel die Pakete, die Alice an Bob schicken will, irgendwie verfälschen, mitlesen und alles weitere so, ne? Das ist also ein sehr klassisches Thema, so aus der Sicherheit auch. Und das wurde hier in dieser Arbeit sehr, sehr schön aufbereitet, wie wir fanden. Was man auch wieder dazu sagen muss, es ist bei dieser Arbeit, aber auch bei allen anderen Arbeiten, dass die Themenwahl ging auch wieder deutlich über den Schulunterricht hinaus. Also gerade zum Beispiel hier so ein Sicherheitsthema macht man meines Wissens nach im Schulinformatikunterricht gar nicht. Das heißt, es wurde hier wieder alles selbstständig erarbeitet, was bei so Sicherheitsthemen, wenn man da erstmal einsteigen will, oft gar nicht so leicht ist, weil das man da oft dann sehr viel sichten und gewichten muss. Ja, genau, das war der dritte Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir Herrn Timo Schwarzbach mit der Arbeit, wie finde ich am schnellsten durch die Schule Berechnung optimaler Routen innerhalb des Mariengymnasiums mithilfe des Dijkstra-Algorithmus. Genau, also das ist, wer das nicht kennt, also Dijkstra-Algorithmus, das ist aus der Informatik so ein ganz klassischer Ansatz, um Wege zu berechnen und eben nicht, also man kann immer Wege auf, also irgendwie Routen von A nach B, ne, kann man auf sehr viele Weisen zurücklegen. Die Frage ist eben immer, wie mache ich das möglichst schnell und effizient? Also damit beschäftigt sich dieser Dijkstra-Algorithmus und hier wurde der eben nicht nur theoretisch aufgearbeitet, sondern auch angewandt, konkret im Szenario einer speziellen Schule, der Schule des Herrn Schwarzbach, des Mariengymnasiums, da wurde das mal angewandt und das fanden wir eine sehr originelle Arbeit, weil einerseits da so ein klassischer Algorithmus benutzt wurde und dann aber andererseits wurde das eben angewandt, auch so mal in der eigenen Schule, um mal zu sehen, was rauskommt, ne? So, das hat uns sehr gut gefallen. Und schließlich auf Platz 1 haben wir die Arbeit von Herrn Mathis Stein, die Vorhersagbarkeit von Überflutungen mithilfe künstlicher Intelligenz. Das hatte ich ja schon gesagt, ne, dass künstliche Intelligenz immer ein sehr beliebtes Thema ist, also nicht nur in diesem Jahre, sondern auch immer in den vergangenen. Und hier wurde das eben aber in einem Szenario angewandt, was wir bisher auch nicht gesehen hatten und sehr gut fanden, nämlich dass man eben guckt, wenn, also man, ich meine, man möchte immer ungern von so Flutkatastrophen und so überrascht werden, deswegen hat man gerne einen Ansatz, der einem sagt, okay, wo werden die Überflutungen auftreten, mit welcher Wahrscheinlichkeit und so weiter, ne? Und da, also bei dieser Arbeit, da hat uns sowohl der Ansatz gefallen, als auch die Ausführung, die war wirklich sehr beeindruckend, da wurden nämlich im ganz großen Stil auch Daten zusammengetragen, irgendwie verschiedene, wenn ich mich richtig erinnere, verschiedene Datenbanken oder Datenquellen gezielt angefragt, wenn die Daten gar nicht so zur Verfügung standen. Und dann wurde das eben mit so einem sehr nicht trivialen KI-Ansatz auch zusammen verwertet. Und das, also das war die eben dann die Arbeit, die uns am besten gefallen hat, eben einmal wegen dieses, also, weil da dieses sehr, sehr relevante Thema der KI überzeugend umgesetzt wurde, aber eben dann auch in einem sehr nicht Standard-Szenario, wo man dann, weil das eben nun gar nicht oder nicht viel gemacht wird, gerade so auch auf so einer Ebene, dass man es in der Schule irgendwie lösen kann, gerade da ist das dann eine gewisse Herausforderung. Ne? Deswegen hat uns diese Arbeit auch sehr beeindruckt. Vielen Dank. Ja, das waren die drei Preisträger in der Informatik für dieses Jahr. Ich glaube, das Thema, Frau Hensler, Sie hatten das schon angesprochen, Überflutungen und wie das Engagement des Unternehmens Riegel, Haribo im Ahrtal auch in diesem Jahr noch fortgesetzt wird. Sie haben in dem Interview, das Sie vor kurzem geführt haben, mit dem Fernsehsender Mittelrhein gesagt, die sind jetzt engagiert, nicht nur bei der direkten Beseitigung der Schäden, der immensen Schäden, sondern auch noch bei der Traumabearbeitung. Auch das, finde ich, ist also sehr ungewöhnlich und ich glaube dringend erforderlich, da also wirklich Langzeitarbeit und Langzeitvermeidung und Verbesserung der Situation zu leisten. Wir kommen zur Mathematik, Dr. Serpé.
ebenfalls unser Gutachter seit vielen Jahren. Und ich darf in diesem Jahr ausdrücklich darauf hinweisen, bei vielen Menschen ist es ja nicht so ganz einfach, an Veröffentlichungen und ein Ähnliches ranzukommen und sich ein bisschen vielleicht auch einzulesen in das, was einen auf der Uni erwartet. Bei Herrn Seppé ist das anders. Seine Folien und seine Vorträge stellt er ins Netz. Und er ist außerdem also jeweils in jedem Jahr vor Beginn des Wintersemesters verantwortlich für die Vorkurse in der Mathematik. Das kennen Sie oder sollten Sie kennen, wenn Sie Mathematik studieren wollen. Und Sie werden Herrn Seppé erleben als den souveränen Einführungsspezialisten für alles das, was einen erwartet, wenn man an einer Universität Mathematik studieren will. Herr Seppé, Sie haben das Wort. Ich freue mich. Und Sie haben das ja wieder auch in bewährter Weise mit Herrn Pange zusammen vorbereitet. Ja, vielen Dank, Herr Wüstenmann. Und hallo auch an alle von meiner Seite. Ja, es geht um Mathematik und in diesem Jahr gab es wie im letzten Jahr auch wieder 12 eingereichte Facharbeiten und die habe ich mir zusammen mit Toni Prange angeschaut und diskutiert. Mathematik ist ja sehr schnell abstrakt und hat häufig auch wenig mit Anschauung und direkten Anwendungen zu tun. Und häufig ist durch diese Abstraktheit sich dann auch schnell schwer verständlich für viele. Und es freut mich aber immer wieder, jedes Jahr zu sehen, wie viele Anwendungsbeispiele und wie viele Anwendungen dann durch die Arbeiten dann doch zum Vorschein kommen. Und wir hatten also in diesem Jahr auch ganz unterschiedliche Themen. Es ging irgendwie um berühmte Formeln wie die Eulersche Identität, es ging um Newton-Fraktale, es ging um zerstrittene Nachbarn oder neuronale Netze, um Boote und wie man am besten den Rumpf von einem Boot gestalten kann, damit das Boot schnell ist. Es ging um hyperreelle Zahlen und es ging irgendwie auch um Strategie beim Kniffeln und vieles mehr. Und an dieser Aufzählung sieht man, glaube ich, schon, wie unterschiedlich und breit gefächert die Auswahl der Themen auch dieses Jahr wieder war. Und bei so vielen schönen und auch unterschiedlichen Arbeiten ist uns auch dieses Jahr wieder nicht leicht gefallen, die ersten drei Preisträger auszuwählen. Wir haben auf dem dritten Platz ist eine Arbeit von zwei Damen, Frau Sarah Mazava und Carolina Marquardt vom Städtischen Gymnasium Augustinianum in Greven und der betreuende Lehrer war Herr Andreas Henke. Der Titel der Arbeit ist, wie der Streit dreier Nachbarn die Welt der Mathematik verändert. Der Titel ist, der Titel ist zugegebenermaßen vielleicht etwas übertrieben, aber Ausgangspunkt dieser Arbeit ist ein sehr praktisches Problem, in dem man drei Häuser in der Ebene mit Strom, Gas und Wasser versorgen möchte und dabei Überschneidung von den Leitungen vermeiden möchte. Das ist ein sehr praktisches Problem. Und dieses Problem führt eigentlich in die Graphentheorie und kann mit der berühmten Eulerschen Polyeder-Formel gelöst werden. Und damit kann man nämlich zeigen, dass dieses Problem in der Ebene nicht lösbar ist. Es ist nicht möglich ohne Überschneidung. Und die Arbeit von Frau Mazava und Frau Marquardt, die führt sehr schön in die nötige Theorie ein. Und zeigt sehr schön, wie man mit der schönen Theorie auch dieses praktische Problem lösen kann. Und dafür ist diese Arbeit auf Platz 3 gelandet. Und herzlichen Glückwunsch an Frau Mazava und Frau Marquardt dafür. Auf Platz 2 ist Kester Zülker gelandet. Der kommt von Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium in Dömen. Und die betreuende Lehrerin war Frau Jutta Rutenbeck. Der Titel der Arbeit lautet Modellierung von Anwendungszusammenhängen mit Hilfe von Splines. Und in dieser Arbeit von Herrn Zülker erfahren wir, wie man mit Splines irgendwie Rümpfe von Booten optimal konstruieren kann, damit ein Boot möglichst schnell wird. Und dazu wird eine Einführung in die Theorie der Splines erläutert. Splines, das sind besonders einfache mathematische Funktionen, die sich aber hervorragend dafür eignen, um verschiedenste Strukturen sehr gut zu modellieren. Und die Arbeit zeigt an ganz vielen praktischen Beispielen, wie man damit arbeiten kann und
was für Vorteile man hat, wenn man mit diesen sogenannten Splines arbeitet. Also herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz an Herrn Zülker. Der erste Platz geht an Henning Michel. Der kommt von dem Gymnasium der Marianne Hiller Missionare in Maria Wehen aus Reken und die betreuende Lehrerin war Frau Sigrid Klien. Der Titel lautet Newton-Fraktale, mathematische und grafische Darstellung des Newton-Raphson-Verfahrens auf Polynomen R und C. Das ist ein bisschen eher theoretische Arbeit. Beim Newton-Verfahren oder das Newton-Verfahren ist eigentlich ein sehr nützlicher Approximationsalgorithmus zur Lösung von insbesondere nichtlinearen Gleichungen. Und er besticht auf der einen Seite durch seine Einfachheit und auf der anderen Seite durch seine Konvergenzgeschwindigkeit. Das heißt, mit diesem Verfahren kann man auf sehr schnelle Art und Weise Lösungen von nichtlinearen Problemen generieren. Wenn man nun dieses Verfahren auf komplexe Polynome anwendet, kann man damit aber ganz tolle Bilder und Timing vom C, von den komplexen Zahlen erzeugen und erhält dann sogenannte Newton-Fraktale. Dabei fährt man einen Punkt in der Ebene in einer ganz bestimmten Farbe, je nachdem, was dieses Newton-Verfahren mit diesem Punkt macht. Und Herr Michel führt sehr schön in diese Theorie ein und erzeugt mit seinem Computer auch sehr schöne Bilder von diesen Fraktalen. Daher herzlichen Glückwunsch an Herrn Henning Michel zu diesem ersten Preis und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr SRP. Ich darf mir erlauben, eine kleine Korrektur. Ich glaube, Sie sind einfach auf der Folie in die falsche Reihe gerutscht oder in die falsche Tabelle. Sie haben jeweils die Schulleiter genannt oder Schulleiterinnen. Und nicht die Fachlehrer. Also das, Herr Henke ist meines Wissens also von Haus aus Theologe, hat was also zum heiligen Augustinus auf seiner Homepage verfasst und würde sich wundern, wenn er plötzlich also hier jetzt als Mathematik-Spezialist auftauchen würde. Das war in diesem Fall auch Frau Sieger, deren Namen haben wir ja schon einige Male gelesen und gehört. Und Herr Bienwürz ist also der Fachlehrer im Gymnasium in Dülmen. Frau Rutenbeck ist auch in anderen Fächern unterwegs und Herr Schotte ist also in Maria Feen. Nur die kleine Korrektur, ich meine, das sind wir denen, die da die Arbeit geleistet haben, also wirklich schuldig. Und man kommt eben bei solchen Folien manchmal in die falsche Reihe. Ich denke, Sie nehmen mir das nicht übel, dass ich Ihnen da nochmals die Korrektur nachgetragen habe. Vielen Dank dafür, das habe ich mich wohl vertan. Ja, kein Thema. Also ich denke, die Tabellen sind auch so, dass man wirklich, man hat ja nie das, was da in der Einzeltabelle ist, schon gar nicht auf Seite 2 oder 3. Und dann verrutscht es manchmal. Wir kommen zum letzten Fach und Herr Professor Holster ist derjenige unter uns, der von Anfang an als Gutachter mitgearbeitet hat. Und ich habe in jedem Jahr erwähnt, dass er einer der ersten war, der zusammen mit dem Plett-Verlag in Stuttgart ein Video gemacht hat, zum besseren Verstehen können und lernen, was eigentlich mit Quantenmechanik, mit Quantentheorie also gemeint ist. Und ich kann mich noch erinnern, als wir in einem vollen Kinosaal mit Schülerinnen und Schülern gefüllt, wenig Lehrerinnen und Lehrer, gar kein Kollege aus der Uni, diese mit Herrn Lesch gearbeitete Video also uns angeschaut haben. Inzwischen ist also zur Quantumvision 100 Minuten Quantenphysik, die er also insgesamt aufgibt, also für den Schulunterricht und für den Privatgebrauch jedenfalls hilfreich. Und ich möchte noch ein zweites erwähnen, bei dem er sich auch getummelt hat und gekümmert hat. Gerade im Oktoberheft des Physikjournals hat er mit 5 Kolleginnen und Kollegen, und wir haben darüber gerade schon einiges gehört von Frau Hensler und von Herrn Juncker, ein Memorandum verfasst zur Klimakrise in die Curricula. Die Schule muss für Klimabildung bei Kindern und Jugendlichen sorgen. Und Sie haben Gelegenheit, und ich kann Ihnen das nur empfehlen, dieses Physikjournal, ich habe heute nochmal beim Verlag nachgefragt, die kriegen das noch billiger als die Chemiezeitschrift für 18 Euro ein Jahr lang
ins Haus geliefert, damit Zugang zur aktuellen Forschung. Und diese Klimakrisenempfehlung können Sie, diese Erklärung können Sie bei www.change.org also mitzeichnen. Ich glaube, das entspricht unserer derzeitigen Situation in einer Deutlichkeit, die man immer und jeden Tag länger und deutlicher empfinden kann. Sie können am Fachbereich Schulpraktika machen, Sie können am Astro-Seminar teilnehmen und Sie hören jetzt die drei Preisträger, die Herr Häusler zusammen mit den Kollegen Oben und Schlummer dieses Jahr ausgewählt hat. Ja, Herr Wüstmann, vielen Dank für diese nette Einführung. Ich bin gerade gerührt. Also es hat so lange her mit diesem Quantenphysik-Ding von damals. Aber ja, es gibt immer noch viele Aktivitäten auf dem Gebiet. Und das ist parallel dazu eben das Thema Klima, was uns alle wirklich beschäftigen sollte. Ja, also insofern danke für diesen Hinweis darauf. Heute geht es aber um die Preisträger und auch alle anderen. Ich freue mich, dass es über 20 Arbeiten waren in der Physik. Das war sehr selten so. Das freut mich sehr. Es war ein breites Spektrum an Themen. Ja, auch Quantenphysik, Quantencomputer, aber auch sowas wie Akustik, Dopplereffekt, Mechanik, Windräder oder das Trebuchet. Also ein breites Spektrum. Und ich erwähne auch immer, wenn ich hier bin, ich habe nie so einen Preis gewonnen. Ja, also das heißt nichts, ob man jetzt einen gewinnt oder nicht, dabei sein und durchhalten. Durchhalten ist sehr, sehr wichtig, auch bei Frustration. Und dieses Durchhalten haben viele von den Arbeiten sehr beeindruckend gezeigt, natürlich ganz besonders auch die Preisträgerinnen und Preisträger. Und mit denen möchte ich jetzt auch gleich starten. Es ist auf dem dritten Platz eine Arbeit aus der Akustik gelandet, nämlich von Alian Lamas, experimentelle Untersuchung des Einflusses der Gehäuseform auf den Frequenzgang von Lautsprechern. Die Lehrkraft ist Herr Kröpelin oder Kröpelin, ich weiß nicht, ob das Französisch ist, vielleicht Kröpelin, von St. Antonius Gymnasium in Lüdinghausen. Und das Schöne an dieser Arbeit war eben experimentell. Also es ist ein sehr beeindruckender, meterhoher Aufbau gewesen, wo eben oben verschiedene Gehäuseformen von Lautsprechern ausprobiert worden sind, Schallwände und deren eben Frequenzgang und dabei auch die Theorie und Interferenzen, Schallinterferenzen. Das ist ja ein hochkomplexes Ding. Akustik ist ja ein eigener, ja, sogar Spezialisten, die sich eben nur damit beschäftigen, eben gute Lautsprecher zu machen oder auch gute Raumakustik zu machen. Und da sind eben Laufzeiten, Interferenzen und eben all diese Sachen sehr, sehr nicht trivial. Und das wurde in dieser Arbeit systematisch mit 14 verschiedenen Varianten untersucht, theoretisch und experimentell. Herzlichen Glückwunsch davon, das hat uns auf jeden Fall überzeugt. Auf dem zweiten Platz, genauso wie auf dem ersten, geht es jetzt in Richtung Astrophysik. In der Astrophysik ist ja seit längerer Zeit eben die Suche nach Exoplaneten ein wichtiges Thema. Und man hat die indirekt schon lange gemessen, also lang, seit einigen Jahrzehnten, seit 2008 auch schon die ersten direkten Messungen. Und auf dem zweiten Platz steht von Anna Köster die Arbeit Entdeckungsmethoden von Exoplaneten am Beispiel des Doppelsternsystems CSS 080502. Es wurde erstmal in dieser Arbeit so ganz allgemein besprochen, wie man Exoplaneten denn entdecken kann. Und es geht hier jetzt um indirekte Methoden, das ist schon schwierig genug. Und eine, die man eigentlich sehr einfach verstehen kann, ist, wenn ich jetzt die Sonne bin und das ist der Planet, dann wird es dunkler, wenn der vor mir ist und ich strahlen sollte. Und diese Abnahme der Helligkeit periodisch lässt sich messen. Eine andere Methode ist die, dass eben dieser sehr, sehr schwere Sonne in der Mittelpunkt und der Planet, wenn er massiv ist, also nicht so wie die Erde, sondern ein bisschen massiver, umeinander rotieren, dann rotieren die um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, die Sonne ist nicht fix, sondern sie wackelt ein ganz bisschen und zwar ein bisschen mehr, wenn der Planet schwerer ist. Und dieses ein bisschen Wackeln, das lässt sich tatsächlich auch detektieren mit Radialgeschwindigkeiten, mit Timing-Methode. Und Anna Köster hat
mit dem Las Cumbres Observatory. Das ist ein weltweites Netzwerk von Remote-Teleskopen, wo man sich einloggen kann und sagen kann, ich möchte gerne selber was beobachten. Mehrfach eben Anfragen gestellt, auch an 10 verschiedene, wenn ich es richtig verstanden habe, um eben selber eine Messung machen zu können. Und tatsächlich am 24. Februar 2022 war es soweit, dass sie selber Messungen machen konnte, bekam dann echte Messdaten von diesen Teleskopen, die also auf der Erde sind, 114 Bilder, und die musste sie dann weiter bearbeiten. Das hat sie gemacht mit Bildverarbeitungsmethoden und hat dann eben diese Bilder genommen, um zu schauen, ja, ist da ein Exoplanet oder nicht? Und was uns aber auch sehr überzeugt hat, ist eben, dass sie eben sehr kritisch eben versucht hat, eben ihre Daten zu deuten und eben gesehen hat, also ein einzelner Exoplanet passt jetzt noch nicht zu den Daten. Und es gibt Vermutungen, dass dort wohl einer ist, aber es ist noch nicht so weit und sie möchte da einfach weitermachen. Und es ist eben einfach genauso, wie Wissenschaft funktioniert. Da möchte ich einfach nur ermutigen, weiter so, und herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zum ersten Preis. Der erste Preis ist auch aus dem Bereich Astrophysik. Und hier geht es, das ist von Nils Ramsbeck, spektroskopische Untersuchung der Verteilung der Metallizität in offenen Sternhaufen in Bezug auf deren Entstehung am Beispiel der Plejaden und Hyaden. Was ist Metallizität? Okay, noch kurz, der betreuende Fachlehrer ist Sven Biermann, das ist das Heinrich-Heine-Gymnasium in Oberhausen. Herzlichen Glückwunsch auch dahin. Metallizität, was bedeutet das? Also alle oder die meisten wissen wahrscheinlich, dass in Sternen Energie durch Fusion entsteht. Wasserstoff zu Helium, aber dann eben auch Helium eben über den CNO-Zyklus zu schwereren Elementen. Und in der Astrophysik ist alles, was schwerer als Helium ist, schon ein Metall. Ja? Also Stickstoff, Kohlenstoff und drüber, das wird nur als Metall bezeichnet. Und die Sache ist, es ist auch wie so ein Brennstoff. Ne? Also je länger ein Stern brennt, desto mehr Helium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und schwere Elemente sind da und desto weniger Wasserstoff. Und das, was man eben spektroskopisch untersuchen kann, ist, sind da Spektrallinien von Sauerstoff, Stickstoff, Beryllium, irgendwann vielleicht sogar Eisen? Also wie viele von diesen schwereren Elementen sind da? Das ist die Metallizität. Das hängt mit dem Alter zusammen. Je älter, desto mehr ist davon zu sehen. Und das hat Herr Ramsbeck eben selber untersucht und in Kooperation mit der Walter-Hohmann-Sternwarte. Also auch dort eben diese Initiative, wirklich selber Messdaten aufzunehmen, hat dort eben auch Unterstützung bekommen und hat eben auf sehr, sehr überzeugende Weise diese Daten ausgewertet von den Plejaden und Hyaden und auch festgestellt, dass es da einen Unterschied im Alter gibt, der sich auch in den Daten widerspiegelt. Auch dazu herzlichen Glückwunsch und allen, auch die keinen Preis gewonnen haben, weitere Ermutigung, eben hier durchzuhalten und weiter bei der Physik zu bleiben. Vielen Dank. Wunderbar und beeindruckend, denke ich, dass wir jetzt 19 Preisträgerinnen und Preisträger haben. Die eine Doppelarbeit, das war eine Premiere in diesem Jahr. Also von daher denke ich, Frau Enzler, was Sie am Anfang gesagt haben, ich bin sehr gespannt. Sie sind voll auf Ihre Kosten gekommen. Das waren so fantastische Arbeiten. Früher gab es mal so von den Juroren auch den einen oder anderen Hinweis, das ist so mindestens Bachelor-Niveau oder Master-Niveau. Das haben wir in diesem Jahr nicht gehört. Aber ich glaube, die Einordnung braucht es auch gar nicht, sondern die Originalität der Herangehensweisen, auch die Themenfindung und die Ergebnisse, das für die Preisträger, aber auch für die anderen, die ja jeweils durchaus noch mit erwähnt worden sind von den Jurymitgliedern. Das ist wirklich erstaunlich und fantastisch. Und ich versichere Ihnen eines, ich habe nach wie vor relativ intensive Kontakte ins Schulministerium und auch in das andere Haus und werde dort, wie immer betonen, es gibt hervorragende Lehrerinnen und Lehrer. Und Frau Sieger ist ja schon sozusagen genannt worden als diejenige, die jetzt in zwei Fächern erfolgreich mit ihren Schülerinnen gearbeitet hat. Und es gibt exzellente Schülerinnen und Schüler. Und die Bildungsberichte, die sind immer nur ein Schnitt
bei denen die Spitzen, die wir haben, leider Gottes weggeschnibbelt werden. Und das kann ich nicht gut haben. Wir sollten auf diese Spitzen sehr viel mehr Wert legen und die in dieser Form, in der sie gearbeitet haben, wirklich den anderen zeigen. Auch nicht, um zu sagen, das ist die Elite, sondern um zu sagen, das sind Leute, die ihren Weg gehen. Und wir sollten alles tun, dass ihnen das ermöglicht wird. Und das gibt mir Gelegenheit, Herrn Laffin zu bitten, doch über die weitere Förderung durch die Dr. Hans-Riegel-Stiftung allen, die jetzt noch dabei sind, Infos zu liefern. Und Sie sehen jetzt nochmals unsere netten jungen Menschen, alle wie sie da sind, die 19, die gewonnen haben in diesem Jahr. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Wir haben nicht geklatscht. Das ist so immer etwas also weniger intensiv, als wenn man das also direkt in einem Raum macht. Aber wir haben mental geklatscht und ich glaube, ich als Laie, habe mich gewundert und mich verglichen mit alten Zeiten, als wir naturwissenschaftlichen Unterricht gehabt haben, von ihren Themen und von ihren Ergebnissen, haben wir, glaube ich, damals nicht einmal geträumt. Nebenbei, ich habe 1962 Abitur gemacht. Herr Laffin, sagen Sie uns doch was, wie Sie die netten jungen Menschen, die wir gerade im Bild gesehen haben, weiterhin fördern und laden Sie sie ein zu dem, was Sie ihnen anbieten. Ja, gerne. Also von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch und Chapeau für die Siegerin heute und natürlich auch danke an die Juroren und alle, die sonst mitgewirkt haben. Meine glückliche Aufgabe ist, euch, Ihnen als Preisträgerinnen und Preisträger, und genau die spreche ich jetzt an, darauf hinzuweisen, wie es mit dem Preisgeld weitergeht, beziehungsweise auch insgesamt danach. Zum einen, ich hoffe, dass bei den Preisträgern auch schon eine Trophäe per Post eingegangen ist. Zumindest sollte das eigentlich so sein, dass ihr so ein kleines Kartönchen gekriegt habt. Bei mir steht zwar hier an dem Büro, aber da müsste ich jetzt aufstehen, das mache ich. Falls das nicht der Fall ist, vielleicht gibt mir da gleich einer noch ein Signal, aber ansonsten müsste in Kürze da sein. Ebenfalls heute in die Post geworfen haben wir eure Preisgelder und die Urkunden. Die müssten dementsprechend auch spätestens übermorgen bei euch sein. Zu den Preisgeldern nur so viel gesagt, da ist jetzt nicht das Geld verschickt worden, sondern ein Gutscheincode. Den gebt ihr bei uns auf einer Homepage ein, dazu eure Bankverbindung und dann können wir euch das Geld überweisen. Dann habt ihr das Geld, das Preisgeld, was ihr euch verdient habt, soweit so gut. Aber bei uns, Freundsleute, das vorhin gesagt, hört das mit dem Preisgeld in der Regel eigentlich gar nicht auf, sondern unsere Förderung fängt jetzt erst gerade an. Wir haben ein Anschlussförderprogramm, Mintank nennt sich das. Und da vernetzen wir die 200 Preisträgerinnen, die wir jedes Jahr an diversen Standorten finden, mit denjenigen, die wir in den letzten Jahren schon gefunden haben. Und da haben wir schnell ein Netzwerk von über 1000 sehr talentierten, interessierten, motivierten jungen Leuten, die in der Regel alle MINT studieren, irgendwo in Deutschland, Österreich oder wo auch immer. Und wenn ihr Lust habt auf dieses Netzwerk, auf Veranstaltungen mit anderen jungen Menschen, die in dem Bereich sehr, sehr, sag mal, neugierig sind, aufnahmefähig und auch gerne mal am Wochenende sich mit Programmierung, mit Bioinformatik oder mit Robotik oder irgendwelchen anderen MINT-Themen beschäftigen wollen, dann seid ihr bei uns herzlich eingeladen in den MINT-Tank. Ich glaube, als alter Knabe würde ich sagen, wenn ich da nochmal wieder dabei sein dürfte, ich würde wahrscheinlich mit Freude Naturwissenschaft, ein naturwissenschaftliches Fach studieren. Ich habe in der Schule Chemie und Physik als AG nachmittags gemacht und musste dafür jeweils 5 Kilometer ein zweites Mal am Tag fahren mit dem Fahrrad. Das war mir ein großes Vergnügen und immer sehr eindrucksvoll und die Dinge sind von damals bis heute geblieben. Danke nochmals allen, die sich heute hier eingefunden haben. Danke allen, die ihre Arbeiten eingereicht haben. Danke allen Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die das betreut haben. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr, Frau Hensler, Sie haben es schon gesagt. Und schauen wir doch mal, vielleicht können wir ja im nächsten Jahr die 120 packen. Das wäre wunderbar. Und wenn alle meine Jurymitglieder, meine heißt von dieser Universität, wieder mitmachen, würde ich mich darüber sehr freuen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Jahr.